Keine Frage vorneweg, spricht irgendjemand ausschließlich Englisch hier? Das war ein Problem. Wenn jetzt jemand auf uns guckt. Yes, I do. Ich meine, es ist lustig, die Frage auf euch zu stellen. Yes. Deswegen kommt es an den Gesichtern her ablesen. Nee, ich glaube wohl nicht. Euch spreche ich nicht auf dich. Hallo, ich bin David. Ich wollte heute einen Vortrag darüber halten, über ein kleines Bastlerprojekt, an dem ich zurzeit arbeite. Und es geht darum, wie ich mit einem Arduino, das ist ein Mikrocontroller, meine Spiegelreflexkamera bediene und damit besondere Bilder erzeugen kann, die man sonst mit der Kamera nicht möglich wäre. Erstmal zum Inhalt. Erstmal geht es darum, was für ein Kameraequipment ich da grundsätzlich habe und benutze. Denn was die Arduino-Plattform eigentlich ist, welche Vorüberlegungen ich getroffen habe, welche Ergebnisse sowohl hardware-technisch als auch bildmäßig rausgekommen sind und Ideen, was man noch für Folgeprojekte daraus realisieren kann. Ja, ich habe eine ziemlich alte Spiegelreflexkamera, die ist um die 8 Jahre jetzt alt. Also ich habe sie erst seit 1,5 Jahren, aber vom Modell her ist sie schon relativ alt, hat eben auch bloß 6,5 Megapixel. Eine kleine Speicherkarte und aber das Wesentliche daran ist, sie ist zwar alt und hat bis eine geringe Auflösung, aber der wesentliche Punkt an diesen Spiegelreflexkameras ist, dass sie gute Bilder machen, weil sie vernünftige Objektive haben und einen vernünftig großen Sensor. Und da ist halt der große Unterschied zu Kompaktkameras. Ja. Und dazu noch ein billiger Tripod, also sprich Kamerastativ, damit man Verwackelungsbilder vermeidet. Hallo. Dann ist das privat heute? Ja. Echt? Mhm. Oh. Das ist nicht geöffnet, das ist privat. Ich dachte, aber Dienstag auch nicht geöffnet. Nee, ab nächste Woche. Okay. Ach so, okay. Dann. Aber dann gerne. Entschuldigung. Kein Problem. Ja, ciao. Ciao. Ja, kommen wir nun zum Arduino. Der Arduino ist eine Art Open-Source-Plattform, der im Wesentlichen nichts weiter ist als ein kleiner Mikrocontroller. Der sitzt hier. Das ist ein sogenanntes, der ist direkt auf die Platine aufgelötet. Und die ganze Platine ist im Wesentlichen nur dazu da, den mit Strom zu versorgen und die ganzen analogen und digitalen Pins, die er hat, nach draußen zu befördern, dass man sich vernünftig an das Equipment daran anschließen kann. Je nachdem, was für ein Kristall man dort anschließt, taktet er zwischen 8 und 20 MHz. Und je nachdem, welcher der beiden Mikrocontroller tatsächlich verlötet ist. Man hat einen kleinen RAM von 1 bis 2 KB, ein bisschen ROM und ein bisschen EEPROM, also wirklich bloß ein ganz kleines bisschen. Dazu noch ein paar analoge Pins, die mit jeweils 10 Bit Auflösung angesteuert werden können. Und 14 digitale Pins, wobei 6 davon PWM sind. Falls jemand das nicht sagt, das bedeutet, dass die digitalen Pins nicht nur zwischen 0 und 1 ein Signal rausgeben können, sondern sie können auch dazwischen Signale. Sprich 0 und 1 sind 0 und 5 Volt und die können auch dazwischen was machen. Indem sie das Signal immer mal wieder an- und abschalten mit sehr hohen Frequenzen. Helligkeiten oder so. Genau. Man kann zum Beispiel LEDs damit mit dem PWM digitalen Pin. Kannst du sagen, in welcher Auflösung? Der müsste, ich glaube, der ist auch mit 10 Bit. Vielleicht aber bloß mit 8, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, wenn man jetzt einen Arduino kauft, wie er da abgebildet ist, dann kostet er so um die 25 Euro. Damit habe ich auch angefangen. Aber da, wie gesagt, im Wesentlichen eigentlich bloß dieser kleine Mikrocontroller mit einem Quarz ist, habe ich mir das inzwischen gespart, denn den Mikrocontroller kriegt man für 5 Euro und ein kleines Board, was man sich selber zusammenlötet, mit ein paar Spannungsträgern und so weiter, kann man das, wenn man das alles selber zusammenlötet, für unter 10 Euro bekommen. Zu dieser Arduino-Plattform gibt es eine kleine IDE, sprich eine kleine Umgebung, in der man Programme entwickeln kann. Die unterstützt ganz simple Syntax-Highlighting für alle eingebauten Funktionen und für die mitgelieferten Bibliotheken. Hat einen C++-Compiler und wenn man mit den ganzen Programmen fertig ist, die geschrieben hat, kann man die kompilieren und mit einem simplen Klick per USB auf den Arduino laden.
Es gibt auch für Visual Studio Plugin, was deutlich besser sein soll von der Handhabung, aber ich habe es bisher noch nicht getestet, aber scheint auf jeden Fall viel vielversprechend zu sein. Hier kann man auch so ein ganz primitives Programm sehen und auch wie ein Programm generell aufgebaut ist. Also grundsätzlich hat man eine Void Setup Methode, die man auf jeden Fall haben muss und in der wird alles geregelt, was man grundsätzlich einmal initialisieren muss. In dem Fall wird einfach bloß gesagt, dass der digitale Pin 13 ein Output-Pin sein soll. Mehr passiert dann nicht. Und im zweiten Schritt gibt es eine Loop-Methode, die wird dann kontinuierlich immer weiter aufgerufen, solange bis man den Arduino beendet. Und der macht hier nichts weiter, als ein hohes Signal an den digitalen Pin zu schreiben, dann eine Verzögerung von 1000 Millisekunden zu machen, dann wieder ein kleines Signal anzuschreiben und wieder eine Verzögerung zu machen. Sprich, er blinkt. Das ist alles, was dieses Programm jetzt tut. So. Dann habe ich mir die Frage gestellt, wie kann man denn grundsätzlich jetzt eine Arduino benutzen, um damit mit meiner Kamera zu interagieren. Von einer anderen Funkfernsteuerung, die ich für die Kamera habe, weiß ich, dass man das mit einem Klinkenstecker machen kann. Daraufhin habe ich dann mal ein bisschen im Internet gesucht und habe dann so eine grundsätzliche Pinbelegung gefunden. Dabei ist grundsätzlich von diesem Klinkenstecker, das ist in dem Fall ein 2,5 Zoll Klinkenstecker, der in die Kamera muss, ist das Dicke in der Mitte die Masse, danach kommt der Fokusring, also sprich, wenn man die Masse mit dem mittleren Pin verbindet, dann findet eine Fokussierung statt und wenn man die Masse mit dem äußeren Pin verbindet, dann findet ein Trigger Event statt, also sprich, die Kamera löst dann aus. Das heißt, ich brauche im Endeffekt bloß eine ganz simple Schaltung, die mir das realisiert, indem es jeweils zwei dieser Pins miteinander verbindet. Hier sind zwei mögliche Schaltungen, wie man das machen kann. Ich habe die rechte davon benutzt. Sprich, ich habe einen Pin, den ich ja programmieren kann, wie wir es gerade gesehen haben, dass er mal hoch und mal tief gehen soll. Habe ich ein Kabel angeschlossen, das einen Transistor gemacht. Und der schaltet, also Transistor ist ja nichts weiter als ein digitaler Schalter. Und in dem Moment, wo da ein Stromsignal ankommt und in den Ground, das ist der Ground vom Arduino, sprich der Minuspol, in dem Moment, wo da Strom durchfließt, schaltet er die Collector-Emitter-Weg frei und sorgt dafür, dass die Kamera ausgelöst wird. Und viel mehr steckt da nämlich auch nicht hinter. Hier mal eine kleine Auflistung, was alles so die einzelnen Sachen kosten, wobei der Arduino und das LCD-Schild, das kann man natürlich auch für andere Projekte wiederverwenden. Insofern sind die reinen Kosten für dieses Projekt wirklich minimal. Das LCD-Schild ist einfach bloß da drin, wenn ich jetzt sage, ich möchte meine Kamera auslösen und möchte sie lange auslösen, dann weiß ich im Voraus, wenn ich programmiere, nicht, wie lange das konkret sein wird. Das heißt, ich bräuchte irgendwie die Möglichkeit, das direkt einzustellen am Arduino. Deswegen ist einfach bloß dieses Schild da, das hat ein paar Knöpfe drauf und da kann ich direkt gucken, was ich da eingegeben habe. Ja, als Ergebnis sieht das Ganze so aus. Auf dem rechten Bild ist es halt auseinandergenommen und ein bisschen kann man auch die Schaltungen da im Hintergrund erkennen. Und dann... Du hast ein Gehäuse drum gebaut? Ja! Ist das ein alter Walkman? Nee, das ist ein Case. Das habe ich bei Konrad gekauft. Das ist eine kleine Universalbox, heißt die, glaube ich. Okay. Ja, dann habe ich da mit meinem Lötkolben, weil ich kein besseres Zubehör habe, einfach mal ein Loch reingemacht, damit ich an die ganzen Buttons rankomme. Und daneben ist natürlich das Kabel zu erkennen, was dann zur Kamera geht. Ja, damit sind jetzt im ersten Schritt extrem lange Zeitaufnahmen möglich. Also ich habe es noch nicht ausgerechnet, aber der Controller unterstützt dann, glaube ich, sowas um die mehrere Tage, dass man die Kamera auslösen kann. Macht keinen Sinn, aber kann er grundsätzlich. Und damit sind halt so Langzeitbelichtungen möglich, die vor allem dafür sorgen, also ich wollte vor allem nachts Langzeitaufnahmen machen, wodurch dann sowas möglich wird, dass sich verschiedene Bewegungen, die im Bild stattfinden, überlagern, teilweise auslöschen und statische Dinge, die im Bild vorhanden sind, wie die Gebäude, die bleiben erhalten. In dem Fall ist mir eine Polizei durchs Bild gefahren, weshalb die haben natürlich sehr grelles Licht, das bleibt trotzdem erhalten. Aber hier kann man zum Beispiel erkennen, im unteren Bereich ist alles relativ dunkel. Aber im Bereich der Lampe, wo man so ein bisschen den Schein sehen kann, das ist die Karlsbrücke in Prag. Da sind um die Uhrzeit ca. 50 bis 100 Menschen vorbeigelaufen.
und man sieht nicht einen davon. Weil alles, was in Bewegung ist, wird mit der Zeit einfach aus dem Bild gelöscht quasi. Und das gleiche kann man eben auch anwenden auf Wasser. Alles, was statisch ist, bleibt erhalten. Und alles, was so in Bewegung ist, verschwimmt zu einer breiigen Masse. Ja, andere Projekte, die man daraus noch machen könnte. Also ich habe zum Beispiel auch mal so eine Lichtschranke gebaut. Die war in der Lage, einzelne Wassertropfen zu detektieren und daraufhin den Blitz bzw. die Kamera auszulösen. Und damit sind dann so eine Aufnahme möglich von spritzendem Wasser, die wirklich extrem kurze Belichtungszeiten benötigen und die man so mit der Kamera überhaupt nicht hinbekommen würde. Oder nur mit hunderten Fehlversuchen. Unter den Links könnt ihr dazu auch Videos sehen und die Schaltungen, die ich dazu verwendet habe, sind auch unter dem zweiten Link verfügbar. Des Weiteren wollte ich demnächst mal was machen, indem ich quasi Zeitrafferaufnahmen mit der Kamera erzeuge, am besten noch kombiniert in HDR-Images. Wo dann halt regelmäßig, sagen wir mal einmal pro Minute oder alle 3 Minuten halt ein Bild erzeugt wird und das dann halt die ganze Nacht durch, woraus man dann einen Zeitrafferfilm erstellen könnte. Beziehungsweise eben mehrere Bilder, wie es im rechten Fall zu sehen ist, kann man kombinieren und dann hat man auch wieder so eine Überlagerung. Ja. Das war's auch schon. Du hast jetzt das Schild war jetzt bloß als Display gedacht, oder wie? Das reines Display, ja. Ich habe den Code auch unmöglich aufgelegt. Und du kannst jetzt die Zeit quasi vor Ort einstellen mit dem Clipschalter. Genau. Achso, ich habe das Ding auch hier. Also das hier eigentlich im Wesentlichen muss man Schalter dran. Also jetzt bist du in den ganzen Auslösemodus. Jetzt musst du halt den Option. Und da kannst du die dann runtergehen. Und dann kannst du auch Select die einstellen. Und, viele sind bloß als Rahmen noch drin, also die Funktionen, die ich halt nachziehen will, mit den ganzen Die ganzen Presets sozusagen mal die Wassersteuerung, also so Mikrofunktionen, oder was geht jetzt? Alles also Teile. Ja, schon, ne, meine ich ja. Also die sind auch gespeichert. Drauf gespeichert. Genau. Also du gezeigt, wie sie macht, was du feuchtigkeit. Genau, ich habe schon und können wir auch. Okay, ja. Das sind auch cool. Genau. Also die Shields, die besser sind, sind teuer. Zum Beispiel das LAN-Shield ist relativ teuer.